Meine lieben Löwen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Auroras Sternmagie. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir gleich gemeinsam in die kommenden 7 Tage in die Energien zum Thema Liebe oder eurem Herzensmenschen schauen, Botschaften erhalten wollen. Bitte bedenkt, das Universum sieht die Zeit nicht so, wie wir sie sehen. Also beginnen die 7 Tage immer dann zu laufen, wenn ihr dieses Video startet, selbst wenn es erst in einem Jahr wäre. Dann ist nämlich die Zeit, an der euch diese Botschaft erreichen soll. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Jeder von euch steckt in seiner ganz eigenen Lebenssituation. Jeder von euch entscheidet sich für seinen ganz eigenen Weg. Von daher können diese Readings auch nicht für jeden von euch zu 100% stimmig sein. Aber ihr werdet ganz sicher den ein oder anderen Tipp, die ein oder andere Botschaft für euch in diesem Video entdecken. Vielleicht könnt ihr sogar komplett in Resonanz gehen. Die Karten sind geschlechterneutral, also wenn der König, die Königin fällt, dreht es euch bitte so hin, dass es für euch stimmig und passend ist. So, meine Lieben, wie immer werde ich drei Hauptenergien für euch ziehen. 3 Schwingungen für die kommenden 7 Tage mit den Feen-Tarotkarten und dann mit dem Licht- und Schattentarot natürlich noch ganz genau auf jede einzelne Hauptüberschrift eingehen. Dann legen wir los. Für meine Löwen. Ups, da ist schon der erste. Für die kommenden 7 Tage, welche Botschaften aus der geistigen Welt darf ich da überbringen? Eine Karte hätte ich da gerne noch, eine Botschaft, ein Tipp. Was sind die Hauptenergien? Was tut sich bei den Löwen denn in den 7 Tagen? So, braucht meine Brille. Wow, der Stern. Na, wenn das nicht gleich die erste Mega-Energie ist. Der Stern sagt euch, hey, bleibt hoffnungsvoll, bleibt optimistisch, was eure Träume und Wünsche angehen, denn sie werden in Erfüllung gehen. Schaut optimistisch in die Zukunft. Der Glaube kann Berge versetzen. Das ist auch so eine Aussage dieser Karte. Und dass erfreuliche Veränderungen auf euch zukommen, dass eine schwere Zeit oder eine Zeit, die euch nicht gut getan hat, zu Ende gehen wird. Also die erste Karte ist schon mal echt mega cool. 5. Frühlings. Gut möglich, dass ihr in der letzten Zeit vielleicht mit eurem Liebsten, vielleicht mit eurem Herzensmenschen ganz unterschiedliche Meinungen hattet. So rum, ja, dass es Streitgespräche gab, dass ihr Ziele hattet, die nicht so recht zusammengepasst haben, ja, dass immer wieder irgendwelche Themen aufgekommen sind, das sagt so die 5 des Frühlings aus, aber wir werden ja gleich noch tiefer reingehen und die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist für mich immer so eine Karte, da wird Gerechtigkeit für euch gesprochen. Also es wird etwas bereinigt werden, was euch Kopfzerbrechen gemacht hat, und zwar in eurem Sinne. Also wenn es eine Situation mit eurem Herzensmensch gab, wo ihr euch einfach ungerecht behandelt gefühlt habt, vielleicht auch in eine dieser Diskussionen, in denen ihr nicht auf den gleichen Nenner kamt, wird da aber für euch entschieden werden. Also mag sein, dass euer Herzmensch einsieht, ja, okay, eigentlich hat sie recht, ich war zu harsch oder ich habe zu arg auf mein Recht gepocht. Nach dem zweiten Mal hinsehen, finde ich, ja, dass sie den richtigen Vorschlag gebracht hat. Lauter so Dinge können jetzt bereinigt werden. Schauen wir aber mal, was der Stern euch denn Schönes mitzuteilen hat. Welches Glück, welcher Wunsch denn da in Erfüllung geht für euch in die kommenden 7 Tage. Ich hätte gerne 3 Botschaften, Klärungskarten aus der geistigen Welt zum
Thema Stern für meine Löwen in den kommenden 7 Tagen. Was darf ich da Schönes berichten? 3 Karten bitte. Eine ist schon davongesprungen. Mit mächtig Schmackes bis ans andere Ende zum Tisch. Also da ist schon Power dahinter. Gut, das sind viele, aber tja. Der Hierophant. Der Hierophant ist für mich auch immer so eine Karte, die ansagt, ihr werdet geführt. Man wird euch den Weg nach oben zum Sternzeichen zeigen, zum Erreichen eurer Ziele, die richtigen Botschaften, die richtigen Wege aufzeigen. Also das ist eine sehr schöne Karte, die sagt, ihr werdet wissen, ganz genau wissen, wie ihr an euer Ziel, an eure Wunscherfüllung kommt. Und mit den Astia-Stäben noch dazu, ihr werdet neue Ideen haben, ja. Die Stäbe sind ja eigentlich immer so eine Aktionskarte, ja. Ihr werdet Ideen haben, wie ihr vorgehen müsst als Chancekarte, um euer Ziel zu erreichen. Also auf den Stern, diese Karten sind wunderschön. Dann haben wir noch die 3 der Schwerter, die mir sagt, da war eine tiefe Verletzung. Also ihr wurdet verletzt, vielleicht in einem Streit mit eurem Herzensmenschen oder in einer vorigen Beziehung, da hat euch wirklich jemand das Herz gebrochen. Anders kann man es nicht sagen. Ihr wart hilflos, ihr wart ein Stück weit verzweifelt und voller Trauer. Aber meine Lieben, aus diesem Loch kommt ihr raus. Die Mäßigkeit sagt immer so, das ist so die Balance zwischen Licht und Schatten, ja? Ups. Ihr werdet den Ausgleich bekommen. Ihr werdet den Ausgleich für das bekommen, was ihr gegeben habt. Also da kommt tatsächlich etwas Schönes auf euch zu und ein Schritt weiter in eure Wunscherfüllung auf, ja, vielleicht auf euren Wunschpartner auch zu. Denn jetzt haben wir wieder, vorhin habe ich gesagt, wegen der Gerechtigkeit, hier ist wieder die Gerechtigkeit gefallen. Die Gerechtigkeit sagt, es wird ein, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Urteil gefällt, aber es wird geholfen, dass euch Gerechtigkeit widerfährt. Also, dass die 2 Waagschalen ausgeglichen sind, ja. Ihr nicht nur permanent gebt, gebt, gebt und nichts zurückbekommt von dem Menschen, den ihr liebt, sondern ihr werdet verstehen, ihr werdet die richtigen Ideen haben, ihr werdet den richtigen Weg sehen, wie ihr zu eurem Ausgleich kommt. Und vielleicht auch, wir hatten hier ja die Diskussion, und dass ihr nicht so ganz auf gleicher Wellenlänge seid, nicht so ganz einer Meinung seid, da werden euch die richtigen Argumente einfallen, vielleicht euren Herzensmenschen auch zu überzeugen, dass ihr ja auf dem richtigen Weg seid. Schauen wir mal die unterschiedlichen Meinungen. Was darf ich denn dazu noch erzählen? Was sind das für unterschiedliche Meinungen? Wo habt ihr vielleicht ein bisschen zu kämpfen? Da dürfen diese Streitereien vergehen. Da hätte ich gerne 3 Botschaften, 3 Klärungskarten für meine Löwen, für die kommenden 7 Tage. Hoppala. Wollte ich gerade schon schimpfen und sagen, kriege ich denn keine Botschaften? Und schon kamen sie rausgeschossen. Eine noch. Wow.
Mega. Tod und Wiedergeburt. Da habe ich gesagt, etwas wird für euch gerichtet. Ja, da wird sich etwas zum Guten wenden, und zwar für euch zum Guten. Und dann fällt Tod und Wiedergeburt. Etwas endet, etwas Neues beginnt. Und jetzt schaut her, wir haben hier wieder den Stern. Weil für mich ist Tod und Wiedergeburt so der Tod in seinem roten Mantel, ja, dass etwas enden muss. Aber im Gesicht hat er den Nachthimmel mit dem Stern. Ja, also etwas verwandelt sich, etwas, ja, Altes muss gehen, damit etwas Neues beginnen kann. Und jetzt haben wir dreimal den Stern bei euch im Kartenbild liegen. Und den König der Stäbe oder die Königin, ihr wisst's, meine lieben Männer. Da wird sich jemand wandeln. Also wenn es um euren Herzensmensch geht, ja, dann wird der die Erkenntnis bekommen, dass er falsch gelegen ist, dass da etwas schief gelaufen ist, dass er einen Bock geschossen hat. So sehe ich das. Er wird seine Meinung wandeln. Vielleicht habt ihr euch auch gestritten, was die Beziehung angeht oder das Zusammenkommen. Vielleicht war da immer so ein, ja, on und off, ja, dann hat er sich wieder zurückgezogen, dann hat er sich wieder gemeldet. Ihr wusstet gar nicht, was ihr davon halten sollt, was euch echt das Herz gebrochen hat, was euch verdammt wehgetan hat. Wenn er sich mal wieder nicht gemeldet hat, ihr wusstet nicht, woran ihr seid. Ihr konntet diese Situation null einschätzen. Ihr wart mal, wie die Mäßigkeit sagt, glücklich, traurig, also ein ewiges Hin und Her. Aber das soll sich jetzt ändern, ja? Mit dem Tod und der Wiedergeburt, mit eurem König. Und jetzt schaut her, die Acht der Stäbe. Die Acht der Stäbe ist nicht nur etwas passiert ganz, ganz plötzlich, sondern die Acht der Stäbe ist für mich immer so Amors Pfeil, ja, buff, er hat eingeschlagen. Das Herz klopft einem bis zum Hals, wir sind verliebt bis über beide Ohren. Für meine lieben Singles kann das auch gut sein, dass ihr jemanden begegnet, ja, der euer Leben so auf den Kopf stellt, dass ihr tatsächlich aus dieser Traurigkeit mit einer Geschwindigkeit rauskommt, erkennt, dass da endlich jemand ist, ja, den ihr verdient habt, auf den ihr auch schon lange gewartet habt. Und da kommt Leben rein, ja. Ihr werdet diese alte Last, den alten Herzschmerz in 0, nichts hinter euch lassen, weil es für euch wie ein Zeichen ist, ja, das ist er jetzt, das ist mein König der Stäbe, mit dem beginne ich etwas ganz Neues und lasse das Alte einfach hinter mir zurück. Also super schöne Karten. Jetzt haben wir ja nochmal die Gerechtigkeit. Das haben wir jetzt zweimal hier liegen. Ne? Zweimal die Gerechtigkeit und dreimal im Kartenbild der Stern, die Wunscherfüllung für euch. Und da könnt ihr wirklich drauf gehen, dass ihr jetzt das bekommt, was ihr euch wünscht, was ihr euch verdient habt. Das Gericht ist für mich, oder die Gerechtigkeit ist für mich auch immer, da sagt da oben jemand so, jetzt ist aber Ende Gelände, ja. Das hat sie oder er sich jetzt tatsächlich verdient. Da triggern wir jetzt die anderen etwas, um sie, ja, zu ihr, zu ihm zu führen. Eine Karte hätte ich gerne noch auf die Gerechtigkeit. Was darf ich da noch Schönes erzählen? Eine Botschaft noch. Karten sind heute etwas schwerfällig. Die will auch noch mit Madame. Schauen wir mal rein. Oh, jetzt grinse ich wieder wie ein. So, schaut her. Gerade habe ich gesagt, hier, ne, schlägt ein Amors Pfeil und die Zwei der Kelche. Die Zwei der Kelche ist einmal nicht nur die Versöhnung, dass etwas tatsächlich sich festigt, in Bestand geht, man zueinander gehört, beide Schalen sind gleich voll.
mit Liebe, also wie ich hier auch gesagt habe, der Ausgleich, nicht mehr das Hin und Her, sondern auch das Gefühl, man gehört zusammen. Also eurem Herzensmenschen wird hier ein Licht aufgehen. Hey, diese Frau oder dieser Mann, die gehören wirklich zu mir. Ja, das ist eine Seelenverbundenheit. Ihr fühlt euch verbunden. Und ja, Amor schickt den Pfeil los, ne? Wenn ihr jemanden Neuen kennenlernt, genauso mit diesen Menschen habt ihr einfach von Anfang an nicht nur das Gefühl, dass ihr ihn schon lange kennt, sondern wahrscheinlich seid ihr zwei alte Seelen, die sich irgendwo schon mal begegnet sind und sich jetzt begegnen sollten. Denn wir haben zweimal die Gerechtigkeit, zweimal das ist geführt, das soll so sein. Und dieses ewige Auf und Ab, das ihr hattet in der letzten Zeit, wo ihr gedacht habt, boah, ja, jetzt geht's voran und dann seid ihr wieder abgestürzt, wart wieder am Boden, ja, hattet wieder diese Traurigkeit in euch, habt euch wieder aufgerafft, seid wieder nach oben ins Licht geklettert und wieder abgestürzt. Diese Zeit ist definitiv vorbei. Bei einigen von euch mag es auch sein, wenn das ein neuer Mensch ist, der in euer Leben tritt, dass ihr im Bekanntenkreis oder über Freunde kennenlernen werdet. Bei anderen ist es auch so, dass Freunde eventuell eine Rolle spielen, im Gespräch sind mit ihm, mit ihr, mit euch, ja, euch auch so ein Stück weit antriggert, das Ganze ja nochmal zu versuchen, ja, das Ganze auf ein festes Fundament zu stellen. Denn wir haben jetzt hier die Hammerzeichen, wir haben die 9 der Münzen, ja, das Glück hängt für euch am Baum, ihr müsst es nur noch pflücken, da ist alles drin, da ist Fülle pur. Die 8 der Münzen ist auch wieder so, ich habe gesagt, ihr habt es euch verdient, ja. Bei den 8 der Münzen habt ihr es tatsächlich verdient. Möglicherweise habt ihr in diese Beziehung, wenn es euer Herzensmensch ist, ganz schön was investiert, wart aber immer so in dem Gefühl, was die Mäßigkeit sagt, ich geb, krieg aber nichts zurück und das ändert sich jetzt. Jetzt bekommt ihr es aber dicke zurück, das kann ich euch sagen. Und mit den 7 der Münzen wächst jetzt das, was ihr gesät habt. Also ihr werdet ins Wachstum kommen, in der Beziehung, in der Liebe. Das sind, hoppala, super schöne Karten, die einfach anzeigen, es geht voran, es tut sich was Wunderbares. Jetzt möchte ich mit den Du- und Ich-Karten noch schauen, was möchte euer Herzmensch oder der Mensch, den ihr kennenlernen werdet, euch denn Schönes sagen. Du, ich, das bedeutet was? Bis ich dich traf, wusste ich nicht genau, wonach ich gesucht hatte. Aber durch dich hat das Wort Liebe für mich erst eine Bedeutung bekommen. Und du bist die schönste Bedeutung, die ich mir vorstellen und wünschen konnte. Also wenn ihr ihn erst kennenlernt, wünschen konnte, ne? Eure Wünsche werden ja wahr. Vielleicht sind das auch eure Worte an ihn oder an sie. Jetzt schauen wir noch mit den kleinen Herzorakelkarten, was die noch zu euch zu sagen haben. Ja, die fliegen mir aber um die Ohren. Göttliche Fügung, grad hab ich's gesagt. Ja, das ist von oben bestimmt, das ist gewollt. Göttliche Fügung, du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird und das wird sich zum Guten wenden. Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Hier, Wünsche, Träume, 3-mal der Stern im Kartenbild. Und hier, du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen, lass den Dingen Zeit. Zeit. Ja, lass den Dingen Zeit. Euch wird Amors Blitz treffen. Vielleicht wart ihr hier auch noch. Für mich ist das so ein bisschen, es fühlt sich bei mir wie Vergangenheit an, ja, diese Karte. Ihr wolltet etwas auf Biegen und Brechen erreichen, vielleicht mit ihm. Ihr hattet immer diese Streitgespräche, ja. Du wolltest,
Ja, in etwas Festes. Er war noch nicht bereit oder sie war noch nicht bereit, hat sich wieder zurückgezogen. Dein Herz hat wieder wehgetan. Du hast es wieder versucht und wieder versucht und es gab immer irgendwelche Diskussionen. Aber das endet jetzt definitiv. Da liegen so viele Karten, die sagen, das ist Vergangenheit, ja, und deine Träume werden in Erfüllung gehen. Dreimal. Die Aussage, deine Träume werden in Erfüllung und vor allen Dingen hier in Fülle gehen, meine Lieben. Ja, ich fand die Botschaften, die wir heute erhalten durften, wunderschön für euch. Ich hoffe, ich habe euch ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare, schickt mir eine WhatsApp-Nachricht, wie auch immer. Und wenn ihr noch kein Abo von meinem Kanal habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Zeigt mir auch immer, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass es euch gefällt. Und wenn ihr ein persönliches Reading möchtet zum Thema Liebe, Herzensmensch, was auch immer, findet ihr unter dem Video in der Infobox alles, was ihr zu meiner Person wissen solltet. Ich gebe euch einen dicken Schmatzer, drück euch ganz fest, schicke euch ganz viel Licht und Liebe und viel Spaß für die kommende Zeit und freue mich schon darauf, euch bald wieder zu hören. Bis dahin alles Liebe. Tschüss.